So, einmal kurz, da ging der Controller ja nicht. Und dann habe ich so gedacht, ja, haben sie übergeblendet. So, jetzt schalten wir erstmal Werbung. Die haben keine Werbung geschaltet oder so, ne? Nur so wie im Fernsehen so das Es geht rüberbringt. los. Oh Ja, Gott. viel Spaß euch. Ja. Willkommen zu Mord zu Chicken. Stört euch nicht an dem Gacker, der nun neben mir das ist. Der kriegt sich noch ein oder vielleicht auch nicht. Ich ignoriere es jetzt erstmal. Man sieht bereits, das Spiel ist sehr interessant aus. Hat eine sehr interessante Story, die wirklich so gut geschrieben ist, dass sie den Nobelpreis verdient hätte, aber hat sie nicht gekriegt. Im Prinzip handelt es darum, dass die Hühner in einem friedlichen Universum leben, in einem alternativen Universum, wo sie die dominante Spezies sind, in einem anderen Universum leben würfelartige Kreaturen, die sich die Bullions nennen, die halt die Hühner ausspionieren. Und eines Tages beschließt General Kubicles, die Hühner anzugreifen, weil er denkt, oh, die Hühner haben Bürger gekidnappt. Naja, und Mord ist halt der einzige Mutige oder Verrückte, wie man es halt nimmt, der beschließt, die Würfel aufzuhalten, vor allem, wenn sie die ganzen Babyhühner entführt haben. Das ist die Story von Mord zu Chicken. Ruft einer bitte Wiegald Boning an. Hühner sind los. Jo. Mei, auch das schon, der hat direkt angefangen und schon stirbst du. Wie soll das denn wirklich schön werden? Vor allen Dingen ganz geil, Doktor auf Psychologie. Der Mann hat's drauf. Ach du Grüne. Oh. 10 minutes later. Oh, großartig. Tierisch bitte unterstreichen. So, und da werden die Küken entführt. Und wer wird die Zacksäcke für Mihawk? Wow, Veni. Setzt bei Mihawk eigentlich das Konkurrenzdenken ein, wenn er ein Chicken-Spiel kommentiert? Oder dann sogar der Paarungstrieb? Schade, dass wir kein On-Site-Event haben. Dann hätte ich jetzt da welcher schön gackern Oh Gott, oh Gott. Das ist wie Matrix für Arme. Matrix ist besser. Das ist dann eher Borg-Chicks. Welcome to Block World. Ja, im Prinzip müssen in jedem Stage die Küken aufsammeln und flattern halt quer, kreuz und quer durch die Gegend. Wir können diverse Luftströme nutzen. Luftströme. Luftströmungen. Luftströmungen, Oder Aufwände, Abwände. Darmwinde. Das hast du jetzt gesagt. Es gibt keine Feinde. Nur Das Blöcke. Blöcke. Es gibt keine Feinde, nur Blöcke. Es gibt Endbosse. Aber Feinde, so Standardfeinde, nö. Ja, das ist einfach nur eine Cutscene. Wir selbst sind unser Feind. Ich habe eine Story. Ich weiß, wie das Spiel entstanden ist. Der Rainbow Block ist Kronk. Und die anderen Blöcke kommen aus der Minecraft-Welt. Und Kronk hat die Schnauze voll vom Evil Chicken. Und jetzt haut er alle Chickens in die Pfanne, um die Minecraft-Welt für sich zu haben.
Autsch. Oder um es anders zu sagen, wie Mippo jetzt auch schon gut schreibt, willkommen im obligatorischen Trash-Blog. Ja. Ich sollte langsam lernen, meine Face-Klatscher, meine Stirn-Klatscher zu dosieren. Das tut daran Factory Cross, ja, dass wir so über den Abgrund fliegen können, ist natürlich so nicht vorgesehen, aber ist auch scheißegal. Wir abusen einfach mal so die Ingame-Mechanik und ja, machen ein paar Abkürzungen. Keine Ahnung, was die Sterne sollen, die ignorieren wir auch. Alle Chickens sind im Brunnen, sind in der Heimat und weiter geht es. Wieder Bock! Fucking News! Ja. Drogenmissbrauch und Stream? Nein. Bei Bayhawk ja. What? Bayhawk kennt das Game besser als die Entwickler. Warum sind die so nicht auf die Idee mit Grund gekommen? Du bist wahrscheinlich ein der von dir war um 4.43 Uhr, weil es direkt wurde. Das war um 4.43 Uhr. Ach so, Captain Wenighose. Es ist ein Vogel. Es ist ein Flugzeug. Nein, es ist Captain Wenighose. Ja. Als nächstes käme das wunderbar benannte Level Holy Wood. Anspielungen oder sonstige Art und Weise an ein berühmtes, an eine berühmte Filmstadt sind nur purer Zufall. Auch der Carl Cockerell University of Berkeley. Ja. Dr. of Psychology. Ja, gut. Noch Fragen? Ja, dann heißt es Party ohne Hose. keine Ahnung, Mibio. Ich glaube, das Problem ist eher, die Entwickler haben zu viel Ich werde ein Huhn gehört. Also das Spiel kam 2001 hier in Europa raus und im Jahr 2000 sind in Nordamerika. Ich glaube, da war die PS1 schon am Ende ihrer Lebenszeit. Da war die PS2 schon auf dem Markt. Das Spiel ist für die PS2. Nein. Das ist für die PlayStation. Achso, der hat das nur auf der PS2 gestartet. Ja, okay. Abwärtskompatibilität der PS2, das wird gerne genutzt. Überlegt mal, sowas gab es damals. Gott, das Huhn kann's reden. Mona Chica? Gott. So. Ich weiß nicht, was die Entwickler geraucht haben, aber ich will das auch haben. Ja, im Prinzip, es gibt hier. Also Speedrun-Strats kann ich jetzt hier nicht so gut sagen, weil wir fliegen kreuz und quer durch die Level, sammeln die Küken auf, oder die Chickens, wie halt eben in diesem Spiel heißt, und ja, ab in den Brunnen. Das ist der Nachfolger vom LSD-Simulator. Und ich muss mich korrigieren, es gibt doch Feinde, diese Würfel, das sind die Feinde, die allerdings nicht zu uns fortbewegen, und anscheinend auch nicht in der Lage sind, uns anzugreifen. Also sehr sauber, sehr gut entwickelt. Oh Gott. Sakura, nein, das ist nicht der Trash-Block. Das ist gerade... es ist gerade das... oh, oh. Ah, jetzt gibt es anscheinend gebratenes Huhn. Entschuldigung. Das ist, glaube ich, noch ein Level unterhalb vom Trash-Block.
Mitwin mache ich mal gerade neidisch und berichte, dass ich ihr gerade Erdbeeren mit Milch esse. Oh Gott. Wir haben denn die Erdbeeren gekostet? Die sind, glaube ich, momentan noch sehr teuer. Also ich habe noch keine Schalen Erdbeeren für unter 4 Euro gesichtet. Die waren letztens bei Netto zu kommen. Angebot, da hat meine Mutter vielleicht noch nur Glück gehabt, aber die waren bei 2 Euro. Oh, nice. Bei mir wird jetzt demnächst der Erdbeerstand auf dem Markt aufmachen. Auf dem Rathausplatz, da werde ich dann wieder welche holen. Die sind dann quasi lokal gepflückt. Dann so schön mit ein bisschen Zucker und Zitronensaft beträufelt. Ich freue mich. So, weiter Hühner einsammeln. Beziehungsweise Küken. Beziehungsweise Chickens. Beziehungsweise Frischfutter. Oh. Alles gut, My Hawk? Alles gut. Oh. Chicken Cam Live. Ja. Ist das The Ring? Ja. Nee, das ist Stargate. Das ist die Stargate Chiku Heunen. Ringu Heunen. Die Stargate Ringu Scheunenklappe. Oh. Erdbeeren mit Zitronensaft, Sakura. Und Zucker. Das kombiniert, verstärkt halt den Geschmack der Erdbeeren und schmeckt sehr, sehr lecker. Muss ich mal ausprobieren. So, Erdbeeren, kleinschneiden, Zucker und dann so den Saft einer halben Zitrone darüber träufeln. Das ist für die PlayStation. Das wird jetzt erst auf den Verdacht. Wir sind 8 Minuten 20 im Run. Continue. Oh, Traum. Oh, das schießt Mr. Bones aber nochmal extrem ab. Mr. Bones ist ein Sonderfall. Oh Gott, ich hab doch Albträume von Mr. Bones. Ich habe mir den letztens nochmal angeschaut. Ich hab den so gefeiert. Ich habe extra für diesen, extra wegen dem Spiel echt geguckt, was ein Saturn kostet. Okay. Ich liebe solche Spiele. Wieso geht's nicht weiter? Ah, jetzt macht er weiter. Schon die lange Ladezeit. Und Saturday Night Chicken. Donation. Ich guck mal nach. That's my favorite album. I want to get Christmas. Ice Canyon. Wird noch nicht angezeigt, der Vertrag. Die letzte Donation, die ich jetzt hier in der Übersicht habe, ist 19 Minuten alt. Ach so, es wurde gerade eine Folge, deshalb die Pause. Ja, sorry. Übrigens, man beobachte die Nesselkopfbedeckung der Hühner. Ich glaube nicht, dass wir in China sind oder so. Ich meine, selbst dann wäre es rassistisch, aber ja, nee. Es sind Weihnachtshütchen. Das ist der Speedrunner.com-Tracker. Der ist eine gute Notlösung für alles. Und ich wünschte echt, Angus würde das endlich mal auf die Reihe kriegen. Aber das dauert halt noch ein bisschen, bis sie das sauber programmiert haben. Das hängt halt mit PayPal zusammen. Das ist bei Angus nicht so gut funktioniert, das Spenden darüber. Er sammelt die Hühner für Chicken Wings. Jetzt habe ich Hunger. Naja, ich nicht. Ich mag keine Chicken Wings. Ich habe aber Hähnchendöner gestern gegessen. Das war sehr lecker. Oh, ein guter. Was ich bei Chicken Wings empfehlen kann, wenn du da wirklich was Gutes, nimm Filetfleisch, ein Panier, also so Filetfleisch kleinschneiden, selber panieren und dann frittieren oder halt braten. Und das als Chicken Wings. Super. Werde ich mir mal merken. Kannst du mir mal das Rezept bei Zeiten schicken? Oder Chicken Nuggets, ja. Habe ich eben gesagt Chicken? Oh Gott. Was? Ich habe Chicken statt Chicken gesagt. dieses Spiel! Aber da war ich nicht dran schuld. Oh, Sakura! Coins!
Oh, da tut sie. Ein Cocktail. Bycoins, Bycoins. Das war's. Villa Cuba. Ein Cocktail-Titel. Oh, das tut weh. Das tut weh. Das tut richtig weh. Ja. Und wenn die Cubes studieren, haben sie dann einen Blocktour-Titel? Autsch, es wird nicht besser. Es wird nicht besser. Aber okay, was habe ich auch erwartet bei diesem Spiel? Ja, was denn? Wenn es Frösche wären, wäre es ein Frogtour-Titel. Ice Slide kommt jetzt als nächstes und nicht wundern, wenn wir nicht als Kategorie eingehen. Hier gibt es nicht so wirklich viel zu kommentieren, weil einfach, ja, man sieht selber. Dafür hast du jetzt Warlock Cocktail Tycoon. Es nimmt wieder Mr. Bones Züge an. Hilfe! Sif, möchtest du die Frage beantworten, ob das ein Trash-Game ist? Wie kommst du denn darauf, Ludwig? Es sieht doch alles super aus. Perfektes Spielprinzip. Eine Nobelpreisartige Story. Es ist doch kein Trash-Game. Oh Gott, was geht jetzt ab? Ja, der Krieg bricht aus. Ich hätte wohl einen falschen ersten Eindruck. Vielleicht auch einen falschen zweiten Eindruck. Vielleicht auch einen falschen dritten Eindruck. Vielleicht viele falsche Eindrücke? I don't know. Man nennt es auch Chicken Attack. Ein Fall für Galileo Mystery. Weltchick. Tut mir leid, wenig. Der hat nur 20%. Das ist ein Geschick. Lady, aber gut. Also seit ich German Quidditch das Buch ziemlich kommentiere, ich bin wieder okay. Ja, das ist richtig, Seed System. Sorry, das ist nicht Right to Hell, das ist es schreit zu Hell. Islands kommen jetzt. Also, ich finde interessant, lauter Würfel, aber die greifen nicht an. Es gibt wohl einen Unterschied zwischen Würfel und Würfel. Und müssten nicht eigentlich auch die Landschaft dann einen angreifen, weil die besteht ja im Prinzip auch aus Würfeln. Was ich mich jetzt gerade aber eher frage, das Erziehungsfernsehen für Küken, nennt man das dann eigentlich Sesame Street? Ich bin raus. Veni? Asif? Oh Gott. Autsch. Entschuldigung. Ich glaube, wir bräuchten einen neuen Sif. Das ist einfach nur. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt highlighten soll oder gleich löschen soll. Ich weiß nicht. Sollten wir den Run fürs VOD irgendwie vielleicht vorher schon mal
vorzeichnen, irgendwie, dass das nochmal geprüft wird? Oder wie machen wir? Oh. Veni, notfalls gibt's leckeren Samen für die Damen. Was? Was ist mit dem... Space Bridge! Hey! Eine Brücke im All und wir sehen eine Wippe, die Würfel hin und her würfelt, wippt, wie auch immer. Ignorieren wir einfach. Und am Ende gibt's einen Kick von einem Chick. Rechtsklick. Na, mach ich jetzt nicht. Genau. Slash ban my hawk. fertig machen, Veni. Übrigens, irgendwie so mehr Hühner, die wir jetzt einsammeln sollen. Eben waren 24. Und die stehen hier alle so kollektiv am Rande rum. Werden von den Würfeln nicht attackiert. Okay, kann man machen. Warum auch nicht? Naja, die Würfel werden vielleicht einfach nur geblockt. Der tat weh. Du meinst, dass das ein Cocktailwürfel ist, Lay? Autsch. Den hat Lay verbockt. Der geht auf ihre... Garten. Wow. Komm. Oh, Leute. Ihr macht mich fertig. Ihr macht mich fertig. Ja, viertletzte Welt übrigens. Und wir sammeln ein paar Objekte ein, Magneten, mit dem wir halt die Küken vermutlich besser anziehen können. Warum auch immer, weil ich glaube nicht, dass Küken magnetisch sind, aber egal, das ist halt das Spiel. Wenn du wüsstest, was in den Chicken McNuggets von McDonald's drin sind, würde dich nicht wundern, warum Magnet auf die Küken wirkt. Da ich bislang die Chicken McNuggets bei den McDonald's einen großen Bogen gemacht habe. Die sind eisenhaltig. Naja, nicht meine Schuld, wenn die ganzen Hühner für die Chicken McNuggets mit Blei vergiftet werden. Eisen, nicht Blei. Das eine heißt Plumbum, das andere Ferrum. Ach egal, sei es drum. Okay, ich verbessere mich. Es ist nicht meine Schuld, dass die Hühner mit Schwertern getötet werden oder Ambosse auf sie runtergefallen und unter. Dass sie von Ambossen zerschlagen werden. Erschlagen, was auch immer. Es wird nicht mehr. Wir reagieren hier wie das Spiel. Oh, Vater. Sieht es denn. Das fällt dir jetzt erst auf? Wir haben einen Bomben gepresst. Wow. Das war die Cold. Jetzt kommt der vorletzte Stage. Der erste Bosskampf. Blockman. Jetzt hoffe ich mal, dass er in dem Bosskampf aber nicht irgendwie rumeiert. Oh. Naja, sonst wird ihm ganz schön die Federn gerupft, oder? Why? Why? Ah, gut, er hat ihn eigentlich gut im Griff, also er kann gut mit Coxlets umgehen. Okay, das war Blockman, einfach nur angreifen und Cubeface müssen wir einfach mit Würfeln angreifen. Aus Blockman wurde Cockman. Jetzt mal aber Spaß beiseite. Du kennst doch noch dieses komische Megaface von Tron.
Nein. Und übrigens, das war's. Time. Nein, der Cube hat mich gerade extrem an... Was? Okay. Ja, so sehen Nachrichten im Cube-Universum aus. Was passiert eigentlich, wenn man einen der Companion Cube auf ein Hühnchen trifft? Ob die sich dann auch vertragen? Kommt darauf an, was Gladys meint. This was a triumph. Oh Gott. Okay, was müssen wir auch beim Trashblock erwarten? Er hat doch angekündigt, als nächstes nehmen sie sich die Kühe vor. Je nach wen Top und Bottom ist, wird das eine flache Sache mit dem Companion Cube. Hi, Zorko. Hi. Hi. Ja. Darf ich was machen, was schon lange überfällig ist? Mach. Ich hab gefragt. Für diejenigen, die sich nicht gerade wundern, was los war, Meyerhawk wurde auf die stille Treppe gemoved. Aus der kann er nur raus, wenn er den TS verlässt. Hey, Meyerhawk. Da bin ich wieder. Der Vogel wurde in den Käfig gespielt, genau. Ihr habt vergessen, die Decke drüber zu werfen. Ja, aber sorry, bei dem Spiel, das kann man nicht ernst. Das Spiel kann man leider nicht ernst nehmen. Hi, Ludwig. Hi. Bist du sicher, dass du das noch kommentieren möchtest, Ludwig? Noch kannst du gehen. Natürlich. Hallo, wer soll's denn sonst machen? Man muss doch der Welt dieses unglaublich geniale Spiel näher bringen. Vielleicht auch nicht, aber... Das macht es einfach jetzt stehen. Ich habe das Spiel tatsächlich in meiner Retro-Gaming-Gruppe mal gespielt und wir hatten Spaß, sag ich mal. Läuft. Also für ein paar Minuten. Die Frage ist, Ludwig, möchtest du Zorko dabei haben oder lieber mich? Oder lieber keinen von uns? Ich bin raus. Ich muss mich noch für Lord of the Rings vorbereiten. Kann gar nicht jemand hier bleiben. Der Vogel bleibt. Okay. Gut, dann bin ich raus. Wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und bis dann. Bis morgen. Ciao. Ja. Tschüss. Oh, großartig. Ich liebe den Trash-Blog. Ich habe eine Menge von Hühnern und Cocks und Eiern und so gehört. Jetzt während dem Commentary. Gott. Also ich nehme mal an, das Spiel war schon anspruchsvoll. Hört ins Outro rein, dann, oder Ludwig, hör ins Outro rein, dann weißt du, wie es war. Großartig. So, dann endet auch gleich meine Regie-Schicht. Wow, genial. Noch Fragen? Okay. Ja. Sieht aus wie das Original, die Originalzeichnung von keine Ahnung. Oh, Hilfe.